So, hier sieht man einen kurzen Ausschnitt so heute von der heutigen Etappe des Giro d'Italia. Adam Yates hier, der Gesamtführende, knallt am Berg oder im Anstieg zum Schlussanstieg, also hier den Konkurrenten komplett davon. Das ist jetzt schon, glaube ich, die dritte Etappe, die er gewonnen hat auf diese Art und Weise. Warum zeige ich euch das? Naja, weil ich glaube das nicht so ganz, ne, dass das, also sauber ist der nicht. Also jetzt nicht im Kopf, also ich meine jetzt hier vom Doping. Also ich habe das Gefühl, dass der auf irgendwas drauf ist. Gut, 2016 wurde er ja schon einmal gesperrt für eine gewisse Zeit, weil da hat man da Terbutalin nachgewiesen. Das ist auch wieder so ein Asthmamittel. Also ähnlich wie beim Chris Froome mit dem Salbutamol-Zeug. Wobei Chris Froome hat dafür ja ein ärztliches Attest. Also er darf das nicht mehr, aber war wohl zu viel des Guten festgestellt worden in seinem System. Und das sind jetzt bis jetzt, glaube ich, also was haben sie gesagt? Bis jetzt sind ihn alleine in die ganzen Untersuchungen und Anwaltskosten 7 Millionen oder sowas geflossen. Also richtig, richtig, richtig viel Geld wurde, wie es da steckt da drin in dem Ding da, ne? Also in diesem Doping-Verdachtsverfahren und Gegendarstellung von Anwälten und irgendwelchen Ärzten. Aber der Yates, also so wie der das Ding da dominiert, der lässt ja auch ausgewiesene Bergspezialisten stehen. Gut, so ein Tom Dumoulin ist jetzt nicht unbedingt ein Bergspezialist, dafür ist er einfach ein bisschen zu schwer. Der könnte dann am Dienstag beim Zeitfahren, beim Einzelzeitfahren, das ist ja diesmal ein bisschen länger, ich glaube 35 Kilometer oder was, da hat natürlich jetzt keine Chance. Also das würde mich ja wundern, wenn der da auch noch im Zeitfahren, weil es ist ja ein relativ kleiner Zwuckel, leichter Kerl. Wenn der da auch noch irgendwie was reißen wird, weil dann wäre die Sache hier klar, dass er doch irgendwie was drin hat. Also, wie gesagt, es ist Spekulation. Solange nichts erwiesen ist, sollte man nicht, ja, irgendwie behaupten. Aber ich darf das hier, weil mich guckt ja kein groß. Also, ich bin ja hier, ich habe ja keine große Verbreitung hier im Internet. Und im Internet, was blöde aus. Die Ausdrucksweise wieder. Also, ihr wisst, was ich sagen will, ne? Kleiner Kanal halt, kleiner Kanal. Der Yates wird es nie mitbekommen, was ich hier erzähle. Und wenn, ist es auch egal. Also mein Eindruck ist jedenfalls, wenn jemand das, ja, die anderen Bergspezialisten so eindeutig dominiert, nach Belieben sozusagen zerfickt am Berg. Und der Typ hat ja vorher nicht großartig irgendwas gerissen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt die ganze Welt im Vorfeld da von Adam Yates gesprochen hätte. Na, der ist ganz manierlich Rad gefahren, genauso wie sein Bruder. Und ja, aber dass der dann da so explodiert und die anderen da, die da ja durchaus auch schon Erfahrung haben mit Gesamtsiegen und so weiter. Der Yates hat ja bis jetzt, glaube ich, noch keine große Rundfahrt irgendwie gewonnen. War wohl ganz gut platziert, aber irgendwie gewonnen hat er bis jetzt, glaube ich, noch keine von den großen Rundfahrten. Und ja, diese Selbstsicherheit, die der hat, ne? Und vor allen Dingen, wie der halt losknallt. Also die anderen sind da schon im Anschlag und dann geht der aus dem Sattel und fliegt förmlich der Buckel hoch auf dem großen Kettenblatt. Und die anderen sind nur noch am Abkotzen. Ja, die kommen da nicht mehr nach. Und da ist bei mir so ein bisschen so ein Punkt erreicht, wo ich sage, auffällig. Ein anderer, also der denn sie ja, die Italiener sind ja da auch ganz eigen, die wollten ja unbedingt diesen Fabio Aru, der soll ja quasi der Nachfolger von Nibali werden, mehr oder weniger irgendwann einmal, aber das wird wohl nichts werden. Die Klasse hat er einfach nicht vom Nibali. Der ist ja heute komplett explodiert. Also der ist ja, der hat ja fast, der musste ja fast stehen bleiben. Und muss man mal jetzt gucken. Also ich glaube, ihm wäre es am liebsten gewesen, wenn seine Teamleitung ihn wirklich komplett aus dem Rennen rausgenommen hätte. Und er gesagt, nee, das wird dies Jahr nichts, der steigt aus. Probieren wir es noch einmal irgendwie bei der Tour oder bei der Vuelta, was weiß ich. Aber da haben sie sich wahrscheinlich gesagt, okay, nee, morgen ist ja Ruhetag, also Montag ist ja Ruhetag und vielleicht fängt er sich ja wieder. Aber so wie der aussah, also der sah nicht gut aus. Der hat auch keinen Bock gehabt, irgendwie gefilmt zu werden. Das hast du gemerkt, hat wirklich die Kamera, Motorräder so weggewunken, so zeigt nicht mein Leiden, meine Enttäuschung. Ist auch voll verständlich. Wer hat da schon Bock drauf, wenn man da komplett am Anschlag ist, dass man dann noch
groß im Bild gezeigt wird. Weil die wissen ja, wie das nachher aussieht, ne? Entschuldigung. Ich muss noch ein bisschen husten. Schwer geatmet heute hier, bei der Ausfahrt. Ja, also das nur am Rande noch, ne? Also, Yates. Gut, ich meine, dazu kommt noch, das wäre eigentlich auch gute britische Tradition, ne? Also, Wiggins, Froome und jetzt Yates. Es ist ja nicht so, dass die Engländer oder so, dass die jetzt genetisch, körperlich von der Veranlagung her irgendwie besonders rausstehen oder sowas, ja, in der Evolution des menschlichen Leistungsvermögens, sondern das sind halt aber nur Engländer. Also ich meine, das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, ui, Engländer automatisch irgendwie, die dominieren da das ganze Peloton, die ganzen Italiener und Franzosen und Deutsche und was weiß ich was alles, haben da keine Chance. Allein auf der genetischen Basis oder so. Ne? Also ist ja nicht so. Aber die Engländer haben das einfach, das ist auch schon früher so gewesen, also Erstbesteigung oder eine angebliche Erstbesteigung des Mont Blanc, hätte ich fast gesagt, Mount Everest. Da haben sie auch versucht irgendwie zu tricksen oder irgendeiner hat da versucht zu tricksen da von den Engländern, weil die Engländer halt einfach durch die Herrschaft über Indien, Pakistan und so weiter, da hatten die natürlich einen Zugang. Und deswegen sind die, und natürlich auch die Kohle hier, natürlich sind dann die ersten Versuche, den Mount Everest als Land, als erstes Besteigungsland sozusagen zu besteigen, natürlich von den Engländern ausgegangen. Und wenn da wahrscheinlich jemand nicht genau hingeguckt hätte, hätte die wahrscheinlich gesagt, ja, wir waren oben, wir sind die Ersten, wir sind die Besten, wir Briten schlagen sie alle. Ja, also, es ist nichts Neues, sagen wir mal so. Also jetzt ist jetzt kein Hass gegen Briten oder so, ne? Also ich mache eigentlich die Engländer und selbst der IRS ist eigentlich irgendwie okay. So, es ist zwar ein bisschen lustig, aber so ein bisschen komisch, aber es ist okay. Aber jetzt in dem Fall da Yates, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so, mit Vorbehalt, ne? Mit Vorbehalt. Muss ich zeigen, ob sich da irgendwie die nächste Zeit irgendwie ein weiterer Dopingverdacht, weil, wie gesagt, Yates war ja 2016 schon einmal gesperrt. Also zumindest für eine gewisse Zeit. Ich glaube, den Giro durfte er nicht antreten, weil da festgestellt wurde, dass er da leistungssteigernde Mittel drin hat. Und man ist sowieso irgendwie auffällig, ja. Das ist also jetzt nicht nur beim Fahrradfahren auch so, das war bei der Winterolympiade, also die Olympischen Winterspiele hier. Die letzten, ich glaube, die Norweger waren das, glaube ich, ja. Die Langläufer und was weiß ich was, die hatten ja alle Asthmamittel dabei bis zum Abbrechen. Ne? Die hatten ja den ganzen LKW voll mit Asthmamittel. Also da frage ich mich, was geht denn in den Körper vor? Wie ist denn das so? Also ich habe kein Asthma, ich weiß es nicht, aber könnte das so sein, dass einer sagt so, oh scheiße, ey, ich bin kurzatmig, ich habe Asthma, was soll ich denn in meinem Leben machen? Ah, ich werde Leistungssportler, logisch. Also ich meine, da komme ich doch nicht drauf. Oder? Also mal als Asthmatiker sagst du nicht, ich werde Leistungssportler. Und auf einmal haben die alle Asthma. Na klar, also hier Salbutamol oder was, wie das heißt, das funktioniert glaube ich so, dass die Bronchien dadurch weiter werden. Dadurch kann mehr Luft reingezogen werden und dadurch geht mehr Sauerstoff in die Blutbahn und das ist natürlich leistungssteigernd, weil die Sauerstoffschuld natürlich erst spät oder später eintrifft. So, der Kollege hier, ich wollte hier eigentlich so ein bisschen meinen Geschwindigkeitstest, ja in Anführungsstrichen Test machen, also hier zwischen Mümmling-Krumbach und Höchst. Und dann fährt er da an mir vorbei, ne? Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich hier noch im Aufbau meiner Geschwindigkeit war. Ich bin halt mehr Masse als der da mit seinem 26 Zoll. Also einmal jetzt welchem Fahrrad, also es wird wahrscheinlich leichter sein. Und dann welchem Kerl, der da drauf hockt. Also ich bin ja das Doppelte von dem. Und ich habe natürlich eine längere... Ich brauche eine längere Strecke, um auf meine gewünschte Geschwindigkeit zu kommen. Ja, und dann gondelt der an mir vorbei. Gut, das konnte man nicht wissen. Der weiß es natürlich auch nicht. Der dachte sich, ach, der dicke Kerl da vorne, lass den mal gemütlich mit 20 km/h da rumeiern, da fahr ich mal drauf vorbei. Völlig legitime Annahme. Also jetzt nicht falsch verstehen. Ne? Falls du das siehst, Kollege XY, ich weiß nicht, kenne ich nicht, dann bitte nicht meine komische Sprechweise so als negativ gegenüber deiner Person auslegen, weil, wie gesagt, ich kenne dich nicht. Und es ist ja auch legitim, man darf ja hier auch den Odenwald-Cyclist überholen. Das ist sogar erwünscht in den meisten Fällen, weil ich das Gelächter dann hinter mir nicht so ertragen muss. Das ist Quatsch.
Nee, aber da wirklich, ich wollte da weg, so einen Rolltest machen halt einfach, ne? Und wenn man dann da überholt wird und da ist einer, der nicht wirklich wegkommt, sondern so auch ungefähr in dem Geschwindigkeitsbereich, sogar noch ein bisschen langsamer, weil meine, na sag schon, meine Streckenwahl oder wie soll man sagen, meine Dings einfach ein bisschen besser ist. Gut, weil ich die Strecke halt auch aus dem FF kenne. Also ich kann ja im Schlaf fahren, ich fahre die ja immer. Dauernd, ständig irgendwie. Wenn ich Fahrrad fahre, fahre ich im Prinzip ja immer diese Strecke hier. Linienwahl, jetzt habe ich das Wort. Oh, es hat jetzt gedauert, oder? Oh, meine Fresse. Linienwahl. Naja, wie dem auch sei. Aber das ist halt, gut, das kannst du nie wissen halt, ne? Das Wetter war heute so, na, so lala. Es war trocken, es hat nie geregnet, war okay. Temperatur, grenzwertig. Sollte mal langsam das blöde Scheißwetter mal aus dem Knick kommen, ne? Also ich möchte jetzt endlich warm und Sonne. Und jetzt so ein Käse da schon wieder. Abends wird es ja richtig kühl, also da musst du schon wieder mit dem Jack fast rumrennen. Also das kriegt man überhaupt nicht da, das Wetter momentan. Aber ich hoffe, dass jetzt die nächste Woche ein bisschen schöner wird. Gut, jammern auf hohem Niveau könnte noch beschissener sein, klar. Aber ich habe irgendwie immer noch, mir steckt der Winter halt immer noch in der Knoche drin. Ne? Und alles, was mich daran erinnert, nämlich grauer Himmel und so, da kriege ich sofort wieder. Kriege ich sofort wieder einen Hals irgendwo. So. Ja, das ist auch Zufall, dass er jetzt dahin rausfährt. Ich nehme an, dass der da Richtung Nauses, Hering oder irgendwas so hingefahren ist. Also jedenfalls so von der groben Richtung her. Ich mache ja dahin immer lang, um da quasi meinen kleinen Loop zu fahren und dann wieder zurückzufahren. Und so war es ja diesmal auch nicht. Nicht, nicht, nicht. Ja, ich war schon ganz gut am Arsch. Also muss ich sagen, als ich dann daheim war, war ich echt froh, dass ich. Na gut, ich bin jetzt auch über eine Woche nicht mehr gefahren, weil ich eben hier dicke Bein und Schmerzen in Finger, Mittelhand und so ein Kram. Aber da will ich euch nicht wieder mit voll jammern hier. Und seit gestern bin ich mehr oder weniger schmerzfrei und dann dachte ich mir, okay, ne, eigentlich seit vorgestern dachte ich mir, einen Tag hältst du mal noch die Beine still und dann. Aber man merkt es dann, irgendwann lässt es dann einfach, gibt es keine Ruhe, da muss man wieder drauf, ja, das ist aber so, da kannst du, also eine Woche aussetzen ist schon hart. Das geht mal, also, aber wenn das Wetter so schön ist oder, und dann kannst du nicht fahren, weil du Schmerzen hast, das ist auch, nervt wie die Sau. Vor allen Dingen, das ist immer ein Schritt zurück, das wirft dann immer wieder zurück in der Entwicklung. Das macht einfach keinen Spaß. Aber ich bin da dran, also ich habe da diverse Strategien, die ich da wohl jetzt fahre, um der Sache da Herr zu werden, dass das also Probleme da alsbald der Vergangenheit angehören mögen. Ja, ich weiß nicht, also das waren jetzt hier insgesamt, bin ich gefahren, 13 Kilometer mit einem Schnitt von, was ist das, ich muss gerade mal gucken hier. Bum, bum, bum. Schauen wir mal, was sind wir daheim? Schnitt 22,3 km/h. Maximal 36,4. Trittfrequenz 75 im Schnitt. Maximal 89. Bewegungszeit 35,07. Ja. Nicht so schlecht für so einen Brummer, da wie ich da bin. Also für so einen Maikäfer plus. Mountainbike. Nicht so schlecht. Ich dachte, es geht nichts. Also, ich habe schon gemerkt, die Beine, weil es hat sich eigentlich körperlich ganz gut angefühlt, so, aber im Endeffekt merkst du erst, wenn du drauf hockst auf dem Rad und ein paar Umdrehungen gemacht hast, wie heute so die Sache bestellt ist. Aber das ist auch noch einmal so eine, das kann auch noch mal eine Fehlleitung sein, weil noch nicht warm gefahren, also muss man erst mal ein paar Kilometer drin haben. Und dann merkt man so, kommen die Beine in Schwung? Oder ist es heute irgendwie so ein Tag, wo irgendwie, keine Ahnung, so eine Schwäche da ist oder was? Oder ja, einfach die Tagesform, die passt. Und dann wird aber trotzdem gefahren. Also ich breche da nicht ab, aber ich lasse dann einfach langsam angehen. Also ich sage mir dann immer, hey,
Jede Kurbelumdrehung ist besser als keine Kurbelumdrehung. Und auch wenn du jetzt nur gammelst und hier nicht irgendwie, was weiß ich, so auf Trainingsebene irgendwie die Kante gibst oder sowas, das ist immer, das bringt alles was. Man kann sich auch übertrainieren. Wenn man zu wenig Regeneration macht, dann tut man sich auch nichts Gutes mit. Gibt da so Spezies halt, ne? Aber das ist, muss jeder für sich sehen. Also jeder Körper ist individuell, reagiert anders. Also das ist immer sehr spezifisch. Man kann sich hier nicht hinstellen und kann sagen, das gilt jetzt für alles und für jeden. So, da oben kommt ein Zug gleich. Deswegen habe ich hier natürlich rausgenommen, was mir ja als ganz, ganz gut entgegenkam. Da mal ein bisschen atmen. Die Rückfahrt war dann weniger schnell. Ja, das ist immer so, weil meistens dann hast du irgendwie doch so ein bisschen Wind. Und dann geht es rückwärts, also zurück. Dieselbe Strecke ist dann leicht ansteigend. Und das merkst du halt auch. Also ich merk's das gleich. So, im Grunde sind wir schon am Ende. Ich habe dann nämlich da vorne dann auch meine Aufzeichnung abgebrochen. Oder was heißt abgebrochen? Also gestoppt, weil da kam nicht mehr viel. Ich wollte dann nochmal an der Bank kurz hocken und ein bisschen rumchillen und ein bisschen Wasser trinken und so. Und da muss ich ja die Aufzeichnung nicht laufen haben. Und dann, so, was weiß ich, nach 10 Minuten bin ich dann heimgefahren. Es sind dann ja von der Bank auch nur noch, das ist vielleicht 1 Kilometer oder so höchstens, oder 800 Meter, schätze ich jetzt mal so. 750, 800 Meter werden es sein. Und da dann nochmal extra. Gut, die Kamera lief trotzdem und dann habe ich dann noch Folgendes gefilmt. Fand ich dann auch nicht so cool. Naja, sehen wir gleich. So, jetzt kommt nochmal so eine kleine Szene, wo ich mal denke, Kollege, ey, überleg dir, was du machst, weil ich kann da sehr empfindlich sein. Hat man jetzt nicht gesehen, aber ich zeige es noch einmal in Zeitlupe. Der da auf dem komischen Idioten-Mofa da gesessen hat, da der Erste, der vorne gefahren ist, hat gemeint, er misst mir da sein Fuß entgegen Strecke, was immer das bedeuten mag. Ja. Also ich nehme das dann so auf, so nach dem Motto, ich drehe dich vom Rad. Also Kollege, sollte man sich noch einmal sehen, dann aufgepasst. Ne? Ist mir sei egal, dass du einen Helm auf hast. Jo, also in dem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hier rote Ampel. Ne? Ich bin ja ein Vorzeig-Fahrradfahrer, deswegen halte ich hier an und fahre da nicht jetzt irgendwie links oder so auf den Gehsteig oder hin rum. Das wäre auch okay, solange man nicht über die rote Ampel fährt. Okay? Wenn man anhalten muss, muss man anhalten. So einfach ist das. Weil das geht nämlich in beide Richtungen. Kfzler wie auch Fahrradfahrer müssen sich an die Verkehrsordnung halten. Deswegen tut mir es immer besonders weh, wenn man irgendwo liest, dass da Fahrradfahrer bei Rot über die Ampel knallen oder sowas und da völlig rücksichtslos in der Gegend rumfahren und sich da an nichts halten. Das finde ich dann ziemlich grottig. Na gut, aber so ist es halt. Da, im Endeffekt ist da ja jeder selbst verantwortlich. Aber natürlich färbt es dann immer auf die. Also, wenn in einer Gruppe von 1000 Leute zwei Deppen dabei sind oder nur ein Depp, dann heißt sofort, die ganze Gruppe ist Depp. Ne? Also. Wir sind halt so geartet, der Mensch ist so. Unterbewusst selbst dann. Gut, ich danke euch, dass ihr dabei wart und vielleicht sieht man sich ja morgen da in Michelstadt, wer weiß es. Macht's gut und bis dann. Odenwaldzeitlist bedankt sich. Tschüssi, gute Fahrt.